Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, am Freitag, den 6. November, soll der neue Gesetzentwurf zur Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes im Parlament beschlossen werden. Die Begründung dafür ist die fortschreitende Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und der hierdurch verursachten Krankheit Covid-19 machen deutlich, dass weitere Regelungen und Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zur Bewältigung der Auswirkungen auf das Gesundheitswesen notwendig sind. Dieser Gesetzesentwurf hat 42 Seiten und wird den direkten Zugriff des Bundesministeriums für Gesundheit auf unsere Grundrechte am Parlament vorbei gestatten, und zwar auf vielen Ebenen. Worauf basieren diese Erkenntnisse, dass solche Maßnahmen notwendig sind? Die Lage ist ernst. Warum ist sie so ernst? Es gibt viele Entscheidungen, die wurden von der Bundesregierung getroffen und von den Landesregierungen. Worauf basieren sie? Es gibt ein Lagebild des Krisenstabs. Dieses wurde von Frag den Staat veröffentlicht. Lagebild ist ein interessanter Name. Wir nennen es lieber einen Bericht, in dem Daten geliefert werden, woraufhin Entscheidungen getroffen werden sollen. Auf diesen Daten basieren die Corona-Entscheidungen. Wir wissen, Corona tötet. Tragt Masken. Haltet Abstand. Und wer Masken nicht trägt, der soll bestraft werden. Denn die Lage ist ernst. So interpretiert Frag den Staat den Lagebericht. Die Resultate sind Maskenpflicht auf Straßen und in Schulen und beim Einkaufen und nahezu überall. Wir haben starke Einschränkungen in der Wirtschaft, ganz viele Firmen mit Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit geht hoch, eine verschobene Insolvenzanmeldewelle, der Umsatz des Gastgewerbes ist extrem runtergegangen, Reiseanbieter verdienen kaum noch, Kurzarbeit ist extrem hochgegangen. Schauen wir uns das Lagebild kurz an. Worum geht es? Letztendlich geht es um Zahlen, die dargestellt werden. Wir sehen hier zum Beispiel die Bundesländer, bestätigte Fälle, eine Differenz zum Vortag, Fälle pro 100.000 Einwohner und die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Was ist die 7-Tage-Inzidenz? Sie ist letztendlich eine Zahl, die wie folgt errechnet wird. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen wird ermittelt. Diese wird dann durch die Einwohnerzahl einer Stadt oder eines Landkreises geteilt. Danach wird das Ergebnis mit 100.000 multipliziert. Diese gemeldeten Neuinfektionen basieren letztendlich auf einem positiven PCR-Test. Dieser PCR-Test ist sehr fragwürdig, da es keinen Standard gibt und es schon dazu kam, dass offenbar reihenweise falsche Corona-Testergebnisse geliefert wurden. Dennoch ist das der Schlüssel, woraufhin Entscheidungen getroffen werden, die unser Leben und unsere Wirtschaft und auch unsere Grundrechte betreffen. The particular problem is that if you, everybody thinks you can have some test at the airport that will answer whether you've got it or not, unfortunately, it only works in 7% of the cases. So 93% of the time, you could have a real false sense of security, false sense of confidence when you arrive and take a test. And mal ein wahrscheinlich etwas überzogenes Beispiel. Wir haben einen Ort mit 2000 Einwohnern. Einer ohne Symptome hat ein positives Corona-Testergebnis. Diese 2000 Einwohner werden dann auf 100.000 Einwohner hochgerechnet und zack gibt es 50 sogenannte Infektionen, obwohl es nicht mal einen gibt, der Symptome hat, der krank ist. Nehmen wir diesen Ort mit 2000 Einwohnern nochmal. Am Montag gibt es einen und am Freitag gibt es ein positives Testergebnis. Beide ohne Symptome, also noch keiner krank. Die 7-Tage-Inzidenz geht dann auf 100 hoch, aufgrund der Hochrechnung von 2000 auf 100.000 Mitbürger. Früher hieß ohne Symptome mal gesund. Jetzt ist ohne Symptome unter Umständen gefährlich und auch noch infektiös. Zurück zum Lagebild. Also auf diesen Test und auf diese Testergebnisse basiert praktisch der gesamte Bericht. Sicherlich auch die Zahlen aus dem Ausland. Und auch die Zahlen, die in dieser Karte angezeigt werden. Was nicht gemacht wird, ist, dass die Zahlen der sogenannten Neuinfektionen auch in Relation zu der Anzahl der Tests gebracht werden. Das heißt, man macht 10 Tests und hat einen und man macht 1 Million Tests und hat 1000. Es ist ein ganz relevanter Faktor. Was in diesem Bericht gezeigt wird, ist der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten auf Kreisebene.
Und wir sehen, dass der Anteil in fast ganz Deutschland sehr gering ist. Und ist er nicht so gering, basiert er immer noch auf einem fragwürdigen Test. Aufgrund dieses Tests werden auch die stark belasteten Regionen definiert, die hier in dieser Liste aufgezählt sind. Wir sehen Fälle, 100.000 Einwohner, dann eine Spalte verfügbare Intensivbetten. Was wir hier nicht sehen, ist aber, wie viele Intensivbetten sind tatsächlich belegt, wie viele Menschen sind hospitalisiert, wie es so schön heißt, sind also im Krankenhaus. Wie viele davon sind nicht im Krankenhaus? Es wird in diesem Bericht stückchenweise an verschiedenen Stellen Informationen gestreut, aber auf eine Art, sodass eine echte Wahrnehmung der Situation im Land nur ganz schwer möglich ist. Man müsste theoretisch aus ganz vielen verschiedenen Tabellen sich den Kram zusammensuchen, auf die verschiedenen Kreise aufteilen, was ich schon überlegt hatte zu machen, aber was eine Arbeit von mehreren Stunden, wenn nicht sogar Tagen bedeutet, und bis dahin sind die Werte auch schon wieder veraltet. Was wird dann noch gemacht? Aufgrund dieser Annahmen, aufgrund dieser Zahlen, die da zusammengetragen werden, werden verschiedene Verwaltungsbereiche definiert und man sieht, welche Maßnahmen daraus resultieren und wie dann die Entwicklung eingeschätzt wird. Wir sehen auch, wie für den jeweiligen Bereich, wie viele Menschen stationär oder intensivmedizinisch betreut werden. Es gibt eine Übersicht über die DIVI-Intensivregister, Intensivkapazitäten in Deutschland. An das DIVI melden alle Krankenhäuser ihre freien Intensivbetten zurück. Die Beurteilung ist weitestgehend grün, an manchen Stellen in Berlin, Bremen und Hessen gelb, weil sie unter 20% gerutscht ist. Diese Tabelle ist eingeteilt in drei verschiedene Sparten. ICU Low Care ist ohne invasive Beatmung, ICU High Care ist mit invasiver Beatmung und ECMO ist extrakorporale Membranoxygenierung. Auch diese Tabelle steht für sich und ist nicht in Relation zu den anderen Zahlen gebracht worden. Es gibt eine Prognose für benötigten Intensivbetten in der Zukunft, basierend auf einem Faktor, der mal 1%, mal 3% oder mal 5% angenommen wird. Darauf entstehen hier drei verschiedene Kurven, die dann natürlich auch unterschiedlich hochgehen. Auch in einer ganz separaten Tabelle werden die Testkapazitäten und die Anzahl der Testungen gezeigt, mit dem prozentuellen Anteil der positiven Tests. Wir wissen, dass eine Maßnahme ist, eine Kontaktverfolgung durchzuführen. Das heißt, es gibt ein positives Testergebnis bei einem der Mitbürger und daraufhin soll versucht werden, festzustellen, mit wem er alles Kontakt hatte. Diese gehört zu den Infektionsschutzmaßnahmen und kann natürlich nur mit einem erheblichen Aufwand durchgeführt werden. Wir sehen hier die Kreise in Rot, bei denen es dabei Probleme gibt oder gegebenenfalls noch andere Probleme gibt. Die einzelnen Landkreise sind dann im Folgenden aufgeführt, die dort irgendeine Art von Problem haben. In der Regel geht es tatsächlich um die Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Für diese Personen-Kontakt-Nachverfolgung werden unter anderem das Technische Hilfswerk, die Bundespolizei und auch die Bundeswehr eingesetzt. Dann gibt es einen Anteil Lagefeld innere Sicherheit, der eigentlich relativ entspannt aussieht für die verschiedenen Bereiche in der letzten Woche. Nur eins ist höher gegangen, Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, was daraufhin resultiert, dass das Infektionsschutzgesetz und die entsprechenden Maßnahmen doch sehr viel strenger geworden sind. Interessant ist auch die Beschreibung der Kritikeraktivitäten. Geschrieben wird hier, im Zusammenhang mit demonstrativen Ereignissen ist zu beobachten, dass innerhalb der rechten Szene versucht wird, die bürgerlichen Veranstaltungen für eigene Interessen zu instrumentalisieren. In den Vordergrund gerückt ist hierbei vor allem die Initiative Querdenken, die aus dem zivildemokratischen Spektrum stammende Bewegung, welche im gesamten Bundesgebiet Veranstaltungen gegen die Corona-Beschränkungen organisiert und durchführt, an denen auch vermehrt Akteure aus der rechtsextremen Szene teilnehmen. Insgesamt setzen sich die Teilnehmer an den Veranstaltungen aber nur zu einem gewissen Teil aus dem rechten Spektrum, Reichsbürgern oder sonstigen sogenannten Verschwörungstheoretikern zusammen. Nach kleineren regionalen Demonstrationen an den letzten Wochenenden hatte die Initiative Querdenken zentrale Anlaufstelle, falsche Bezeichnung an der Stelle, für den 25. Oktober eine demonstrative Aktion mit 10.000 Teilnehmern in Berlin angemeldet, die jedoch von den Veranstaltern kurzfristig abgesagt wurde. Vereinzelt kam es an dem Tag dennoch zu Demonstrationsgeschehen mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Interessant dabei ist, dass Querdenken hierbei nicht inhaltlich betrachtet wird.
dass nicht gesagt wird, woher kommen diese Informationen. Es wird nicht gesagt, zu welchen Anteilen sind eventuell Rechtsextreme dabei, sondern es wird einfach gesagt, es gibt einen gewissen Anteil, der natürlich dann zwischen 80% und 10% liegen kann. Was also gemacht wird, ist, dass die Querdenkenbewegung einfach in Zusammenhang mit Reichsbürgern, rechte Spektrum, Verschwörungstheoretikern gebracht wird, ohne eine Quellenangabe damit zu liefern, ohne Nachweise zu liefern. Nächster Punkt, Lagefeld Bundeswehr, Einsatzbereitschaft. Wir sehen aktuell gebunden knapp 3000 Bundeswehrsoldaten, 12.000 Stunden aber noch zur Verfügung. Wir haben die Liste mit den ganzen Kontaktverfolgungsproblemen gesehen. Wenn jemand einen positiven PCR-Test hat oder jemanden kennt, der einen positiven PCR-Test hat, dass es gut sein kann, dass er dann Besuch von der Bundeswehr bekommt. Die Entscheider kriegen auch mitgeteilt, für welches Gesundheitsamt wie viele Bundeswehrsoldaten aktuell eingesetzt sind. Das ist das Lagebild, woraufhin die Bundesregierung Entscheidungen trifft. Das Ganze basiert auf Testergebnissen, die offenbar reihenweise falsch sein können. Schauen wir uns andere Daten an. Grippebedingte Todesfälle in Deutschland. Eine Auflistung der Saisonberichte des RKI. Wir sehen verschiedene Zahlen für die verschiedenen Jahre und sehen für 2020 bis jetzt, bis Oktober, eine relativ geringe Zahl. Das heißt, wir sind schon weit über die Jahresmitte hinweg. Selbst wenn man es verdoppeln würde, kämen wir hier auf 20.000 und wären immer noch weit unter anderen Jahren. Rechtfertigt das die ganzen Maßnahmen? Hier sehen wir einen Überblick über die täglich Verstorbenen und den Covid-19-Anteil. Hier sehen wir eine Übersicht der verschiedenen Wellen und wie hoch der Anteil der Verstorbenen, nachdem sie 3 Wochen vorher infiziert wurden, also ein positives Testergebnis hatten. Wir sehen bei der ersten Welle Deutschland. Sieht ziemlich gut aus im Vergleich zu anderen Ländern. Und hier sehen wir Deutschland bei der zweiten Welle. Und trotzdem, obwohl die Kurve viel flacher ist und obwohl wir sehr viel weniger Tote haben und sehr viel weniger Erkrankte und sehr viel weniger Symptome, werden diese Maßnahmen durchgesetzt. Bei diesen Ländern wie USA und Frankreich oder Italien oder Schweiz wäre auf jeden Fall genauer hinzusehen, wieso es überhaupt so viele Tote gibt. Entweder ist ein Virus total tödlich oder er ist es nicht. Und wenn er es so unterschiedlich in verschiedenen Ländern ist, dann muss es an anderen Faktoren liegen. Wie sieht die Bettenbelegung aus? Wir sehen hier die Kurve der belegten Intensivbetten und wir sehen hier unten die Kurve der Covid-19-Intensivpatienten. Intensivpatienten bedeutet mit positivem SARS-CoV-2-PCR-Testergebnis unabhängig von der Symptomatik. Das heißt, wenn einer aufgrund eines Baggerunfalls intensivmedizinisch behandelt werden muss, trotzdem ein positives Corona-Testergebnis hat, dann taucht er in dieser Statistik mit auf. Nun ist es so, dass tatsächlich die Anzahl der freien Betten in letzter Zeit zurückgeht, welches darauf zurückzuführen ist, dass viele Pfleger aufgrund eines positiven PCR-Tests in Quarantäne geschickt werden. Man braucht 5 Pfleger für ein Intensivbett, um es zur Verfügung stellen zu können. Andererseits bei den Risikogruppen, Altenheimen, werden Corona-infizierte Betreuer nicht nach Hause geschickt, sondern man lässt sie weiterarbeiten. Was jeder machen kann, ist, die Helios-Kliniken haben auf ihrer Seite veröffentlicht, wie viele Kapazitäten sie haben. Um einen Beitrag zur Transparenz und einer zahlengestützten Beurteilung der aktuellen Situation in unseren Kliniken zu leisten, veröffentlichen wir ab sofort täglich die Zahlen zur Bettenauslastung in unseren 86 Kliniken in Deutschland. Interessant ist, was hier von Professor Dr. Andreas Meyer-Hellmann steht, dem Helios-Geschäftsführer Medizin. Die Zahl der Neuinfektionen allein ist noch nicht aussagekräftig darüber, ob unser Gesundheitssystem mit der Pandemie umgehen kann. Entscheidend ist die Lage in den Kliniken. Um diese Informationslücke zu schließen, stellen wir die Angaben für alle Helios-Kliniken täglich auf unserer Webseite zur Verfügung. Und das hat er gemacht. Schauen wir uns ein Beispiel an. Berlin-Zehlendorf, die Helios-Kliniken Emil von Behring. Man kann sich die PDF-Dateien runterladen. Dienstag, der 3. November. Patienten auf Normalstation, 8 mit Covid-19. Patienten auf der ICM-Intensivstation, 0 mit Covid-19. Schauen wir uns das andere Berliner Krankenhaus an, Klinikum Berlin-Buch.
Patienten auf Normalstation 15 mit Covid-19 und Patienten auf der Intensivstation 16 mit Covid-19. Das heißt, man kann hier eine ganz gute Übersicht bekommen, was denn tatsächlich los ist in der eigenen Region, um die Lage selber einschätzen zu können. Das bedeutet aber immer noch, dass nicht klar ist, ob sie wegen Covid-19 auf der Intensivstation sind oder nicht. Was machen denn Bund und Länder? Sie bereiten sich auf Massenimpfungen vor. Und das, obwohl SARS-CoV-2 in den sogenannten Sentinel-Proben gar nicht mehr gefunden wird oder ganz wenig. Was im Moment rumgeht, sind Rhinoviren. Wir sehen hier die erste Welle, die sogenannte, und da unten die zweite Welle. Es werden fast keine SARS-CoV-2-Viren mehr gefunden. Und trotzdem bereiten Bund und Länder sich auf die Massenimpfungen vor. Gibt es Alternativen? Schauen wir mal, wie viele Covid-19-Tote es in Schweden gibt. Also das soll dann noch einer verstehen. Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt ein Lagebild, wo das RKI und das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Inneren Zahlen vorlegt, die für die Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Diese Entscheidungen haben zur Folge eine Maskenpflicht bei Kindern, bei Menschen, die einkaufen gehen, auf den Straßen und Plätzen, bis hin zu Berufsverboten und Sperrstunden. Die Frage ist, wann wird es die ersten Ausgehsperren geben, die es in anderen Ländern schon gab? Wir haben wirklich viele Einschränkungen, die die Grundrechte angehen. Selbst das Recht auf die eigene Wohnung ist schon eingeschränkt worden. Wir haben extreme wirtschaftliche Einbußen. Existenzen werden zerstört. Ältere Menschen werden in ihren Altenheimen eingesperrt und dürfen nicht mehr besucht werden. Es ist wirklich eine extrem anstrengende Situation geschaffen worden dadurch. In dem Lagebild werden die Informationen einzeln gegeben und sie können im Grunde gar nicht in Relation zueinander gebracht werden. Es wird mit kumulierten Zahlen gearbeitet, einfach addierte Zahlen. Es sieht natürlich viel aus, fast eine 500.000 bestätigte Fälle. Aber was bedeutet das eigentlich? Wir haben falsche Testergebnisse, was die PCR-Tests angeht. Wir haben eine 7-Tage-Inzidenz, die aber zu höheren Ergebnissen führen kann, als es tatsächlich der Fall ist. Wir haben von den Ergebnissen her sehr viel weniger Tote als für vergleichbare Risiken. Wir haben nicht mehr Verstorbene als in anderen Jahren. Wir haben besonders bei der zweiten Welle eine sehr viel geringere Sterblichkeit als vorher. Wir haben kaum Auslastung bei den Intensivbetten. Auf der anderen Seite werden Pfleger nach Hause geschickt, die eventuell nötig wären, weil sie einen positiven PCR-Test haben. Allerdings nicht da, wo die Risikogruppen wohnen. Bund und Länder bereiten sich auf Massenimpfungen vor. Und das mit einem Impfstoff, der bisher kaum getestet wurde. Der bisherige Weltmeister für eine Impfstoffzulassung brauchte 5 Jahre. Und wir sind jetzt bei wie lange? Der Virus selber wird nicht mehr gefunden, schreibt das RKI. Schweden hat mit seinem Weg tatsächlich für eine Herdenimmunität gesorgt und hat keine Verstorbenen mehr, die mit Covid-19 positiv getestet werden. Und wenn wir Corona-Schäden eingeben, wird die ganze Zeit von irgendwelchen Langzeitschäden erzählt, obwohl es damit noch gar keine Erfahrung gibt. Oder es welche sind, die von anderen Krankheiten her auch genauso bekannt sind und einfach mit zum Leben gehören. Und ich denke, es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen. Die Querdenken-Initiative bietet dafür eine Gelegenheit an. Klar kann man jetzt denken, oh, die gehen aber mit den Rechten auf die Straße. Oder da sind welche dabei, die Trump gut finden. Und Trump hat gesagt, grab her by the pussy. Also ein Mann, der Grenzen überschreitet auf eine Art, dass er nicht akzeptabel ist. Aber ich glaube, die Argumente, die vorher gezeigt wurden, zeigen den echten Grund, warum diese Menschen auf die Straße gehen. Und warum aus verschiedenen Bereichen sich Menschen treffen, um sich dagegen zu wehren. Und warum es tatsächlich dann noch sein kann, wenn man sich fragt, wenn diese Zahlen nicht vorhanden sind, warum werden diese Entscheidungen so getroffen? Es kann ja nicht nur sein, dass einfach zwei Ministerien falsch informieren, sondern da hängt ja noch viel mehr dahinter. Es ist da eine ganze Informationsindustrie, die damit zusammenhängt. Es ist so, dass manche sagen, ich brauche neue Verschwörungstheorien, weil die ich bisher hatte, sind alle wahr geworden. Schaut auf die Inhalte.
Hier ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass man das nicht mehr mitmachen möchte, dass man diesen Weg der Regierung nicht weiter unterstützt. Und das im Rahmen der demokratischen Möglichkeiten, die jeder Mitbürger hat, nämlich durch Nutzung des Demonstrationsrechts. Komm am 7.11. nach Leipzig. Zeig deine Meinung. In der Videobeschreibung wirst du alle Quellennachweise finden und die Zugänge zu Telegram und dem BitChute-Kanal. Dadurch, dass YouTube so viel löscht, ist es fraglich, wie lange dieses Video hier vorhanden bleiben wird. Informier dich, sei mutig, bleib stark.